Wie? Oh mein Gott, das wird halt einfach mein Ohr. Das ist etwas weird. Wieso wird das? Wieso sieht dein Layout sich wieder so mal wie Schmutz? Aber so schön sieht deins nicht aus. Sagen wir es mal so, ich habe viele, viele, viele Stunden an meinem Layout dran gesessen, beziehungsweise das alles so hinzukriegen, wie ich es haben wollte, das alles so hinzustellen. Und ich habe halt auch von Etsy, also so heißt die Seite, da habe ich halt auch meine Layouts her. Und ja. Ich habe einige, die ich immer durchwechsle. Jetzt auch zu Halloween kommt dann auch wieder ein anderes. Und ja. Ich habe viele Stunden und viel Mühe dran gesessen an meinen Layouts. Das ist schon. Ja. Und viele Nerven. Es hat auch sehr viele Nerven gekostet. Aber so schlecht finde ich deins auch nicht. Also. Man braucht auch eigentlich nicht unbedingt eins, aber ich weiß nicht, ich fand es irgendwie schöner mit dem Layout. Irgendwie gemütlicher. So, Spiel laden. Gut, der Spielstand vom letzten Mal ist noch da. Ich sage euch eins, stürzt das Spiel zweimal ab oder geht der PC in der Zeit flöten? Dann wechseln wir zu Final. Das Theater mache ich heute nämlich nicht mit. Muss auch noch haben wir Zeit für ein eigenes Opfern. Ja. Aber eigentlich, das sind so Sachen, dafür Guten opfert man Tag. seine Zeit gerne. Und warum ist die Maus so verdammt schnell? Jetzt schon besser. Irgendwie witzig, dass ich das halt damit einstecke. Huch. Jetzt habe ich sie noch langsamer gemacht. Oh Gott. Nee. Ja. Ich hab's im Übrigen getan. Was hast du getan? Das, von dem ich denke, dass du es getan hast. Toter Kohl, toter Kohl, toter, toter, toter Kohl, toter Kohl, toter Kohl, toter, toter, toter Kohl. Wo kommst du denn jetzt her? Ich stehe hier schon eine ganze Weile, Junge. Bin ja eh schon krass, dass ich nach 7 Tagen Stream überhaupt Follower bekommen habe. Ich habe eine Gilde gefunden. Ja. Aber ich find's gut. Ich hoffe, du fühlst dich dann bei uns Wir wollen wohl. hier keinen Ärger. Wie gesagt, und bei Fragen, ne? Einfach Fragen. Aber in FF geht das tatsächlich recht schnell. Das geht verdammt schnell. Wobei wir keine Gilde sind, die halt einfach so in-game einfach Einladung rausschicken, sondern ne, wir fragen halt immer, ob Leute reinkommen wollen. Und da wir sowieso noch am Wachsen sind, wir haben ja jetzt auch endlich ein Gildenhaus. Also, ne? Wir wachsen. Die C. Warte mal, komm ich hier noch? Warte mal, ich habe Discord am Handy mittlerweile. Ich, die immer noch denkt, dass sie immer noch ihr altes Handy hat und Discord nicht mehr auf dem Handy hat. Sehr cool, Ryan. Sehr, sehr cool. Also das, was ich mir gedacht habe, sehr cool. Ja, freut mich. Wieder voll cool. Ja, wäre cool. So. Bevor ihr fragt, ich habe keine Ahnung mehr, worum es hier jetzt geht. Also was wir. Oh Gott. Okay, hier ist die Maus aber verdammt langsam. Oh Gott. Gut. Also, ich weiß, dass wir diese Sachen hier brauchen. Sprich mit Detmold über den Geisternebel. Werde im weiteren Verlauf der Ereignisse ab. Auftrag Mode heute haben wir auf jeden Fall noch. Pokersicht. Besiege Lasota im Würfelpoker. Wer auch immer das ist, war auf den Lauf der Ereignisse. Mörder. Nimm den Fluch von Ende und spreche mit dem Million. Nebenbei durchqueren.
verbeugt ist, wenn er das Schwert in einem günstigen Moment unter Haut siegen, wenn er das Schwert mit dem Namen Hass besessen hat. Symbol von den Hass gehabt. Okay. Okay, wir sind auf jeden Fall beim Blutfluch eigentlich. Die Frage ist, was müsste ich jetzt nochmal machen? Ich glaube, ich muss da hoch, ne? Du hast so viel feindliche Propaganda gehört. Also wir sitzen irgendwo in Kapitel 2, glaube ich, wenn ich mich... Ja, im zweiten Akt sitzen war. Zweiten Akt. Und wir haben keine Ahnung, was wir tun sollen. Das ist halt einfach noch besser, ne? Aber ich glaube, es ist jetzt fast 2 Monate her, dass wir Witcher gespielt haben. Packen wir hier wie die Hühner auf den Eiern. Der verschwindet aber nicht von alleine. Ja, ja. Offenbar muss man dazu einen Fluch aufheben. Okay, wir sollen auf jeden Fall mit Detmold reden. Philippa Eilhardt und Sabrina Glewissig. Ja, ja, ja. Ich weiß nicht, wer von euch die Witcher-Reihe schon kennt. Aber den ersten haben wir schon abgeschlossen. Also eigentlich sogar schon zweimal. Den habe ich letztes Jahr gespielt und den habe ich jetzt dieses Jahr gespielt. Und ja, jetzt zocken wir bei Teil 2 und wir wissen halt einfach nicht, wie wir hier wegkommen. Leider nur Spieß zu finden. Ich brauche etwas magisches Pulver. Ich muss durch den Nebel, sonst kann ich den Fluch nicht aufheben. Ich gebe dir eine weiße Flagge. Du gehst als unser Abgesandter. Das Weibsstück soll recht ehrenhaft sein. Sie lädt dich zu sich ein, gibt dir zu essen und mit ein wenig Glück darfst du sie noch besteigen. Du bist krank, Detmold. Es heißt, sie sei hübsch. Sind Mädels vom Land nicht dein Fall? Geht dich nichts an. Nimm diesen Panzer. Mit dem Segen seiner königlichen Majestät. Falls die Elfen die Diplomatensprache nicht sprechen. Welch beträchtliche Sorge seiner Majestät für den, von dem das Leben seiner Majestät abhängt. Noch was. Hieran habe ich zuletzt gearbeitet. Dieses Schätzchen weist dir den Weg durch den Nebel und bietet ein wenig Schutz vor Geistern. Danke. Ich brauche das magische Pulver, um die Runen zu zeichnen. Du weißt, dass man dafür pulverisiertes Harz des Baumes Comifora benötigt? Ja, das weiß ich. Dann weißt du auch, dass dieses Harz äußerst wertvoll ist. Viel Spaß im Lurk, Luna. Hänsel soll dich bezahlen. Immerhin führe ich die Exorzismen durch, um ihn vom Fluch zu befreien und die Prophezeiung aufzuheben. Sag das doch gleich. Du bekommst so viel, wie du brauchst. Im Namen des Königs, danke. Ich habe da noch etwas, das du brauchen könntest. Und zwar? Du hast mich doch nach Schutzrunen gefragt. In diesem Zauberbuch hier findest du sogar Runen, die vor Schuppen schützen. Ich habe ein paar Empfehlungen markiert. Dank dir. Mach's gut. Okay. Aber gut, wir haben einfach gleich mein Level up. Und irgendwie ist unser Inventar, glaube ich, voll. Ja, jetzt sind halt einfach mal überlastet. Ich muss was verkaufen. Nur wo? Also, wir müssen erstmal einen Händler finden. Weil wir können halt einfach nicht rennen in der Zeit. Und ich glaube, wenn wir so die ganze Zeit gehen, könnte das etwas langwierig werden. Ich glaube, auf Dauer auch etwas langweilig für euch. Oh nein. Ich glaube, kommen wir noch dazu zu verkaufen? Schön, dich zu sehen, alter Gauner. Was ist denn das für ein langes Gesicht? Ach, alles Mist. Nichts ist trauriger als ein trauriger Zwerg. Du hast nicht zufällig ein Schlückchen Schnaps dabei? Doch, kann sein. Genau, gönnt euch. Wundervoll. Ein Leben ohne alte Freunde und Schnaps ist wie ein Weib ohne Arsch. Wenn du Lust auf einen Tapetenwechsel hast, dann komm doch mit mir nach Wergen. Klingt ja, als wär's ein Besuch im nächsten Bordell. Hast du die Geister vergessen? Ich habe zwar mein Gedächtnis verloren, aber an den Fluch erinnere ich mich gut. Hier schimpft man mich Lilliputaner und Schlimmeres. Dort wäre ich unter Zwergen. Außerdem ist mir Saskia lieber als Hänsel. Würdest du mir wirklich helfen, nach Wergen zu kommen? Klar. Geralt, ich finde, mein Platz ist dort. Verstehe. Dann nichts wie los.
Und wie wollen wir es durch den Nebel schaffen? Ist doch glatter Selbstmord. Okay, wir sind wieder nüchtern. Mit dem Schutzamulett, das ich von Detmold habe. Los, weg damit! Ich würde nichts anrühren, was diesem Hundsfott gehört. Ich konnte es nehmen oder lassen. Ich habe beschlossen, es zu nehmen. Naja, du bist derjenige, der sich mit diesem magischen Krempel auskennt. Vertrau mir und bleib immer dicht neben mir. Ach, alle Teufel. Besser die Pest, die man kennt. Ich komme mit dir. Ich muss aber erstmal verkaufen gehen. Ich habe keinen Platz mehr. Ja, renn vor. In 3 Jahren sind wir auch da. Ich weiß, dass ich überlastet bin. Schau, das läuft doch wieder nur darauf raus, dass wir Eichhörnchen niedermachen. Na und? Die haben doch bei jeder Rebellion und jeder miesen Sache die Finger im Spiel. Du kennst mich, ich habe keine Vorurteile und ich verstehe nicht, was soll mit diesen Anderlingen nicht in Ordnung sein? Das sind fremde Rassen, die wird man nie verstehen. Ich glaube, bei dem kann ich verkaufen, oder? Ich hoffe einfach. Okay. Okay, den kann ich nicht verkaufen. Pirael. Ja, toll. Hast du mir seine Rolle in meinem Sitz gesehen? Ja, habe ich gesehen. Habe ich gesehen. Vielen, vielen lieben Dank. Wertung. Bringt mir aber nichts. Okay, ich muss jetzt einmal kurz gucken. Ja, das sind die Talente. Was trage ich für eine Rüstung? Okay. Bleib stehen, du Lump! So, okay, wir haben zumindest ein bisschen Platz. Wertung der Rüstung. Ja. So. Wunderbar. Nein, lass mich durch. Nein! Lass mich da durch. Ich glaube, Witcher 2 und ich, wir werden keine Freunde mehr. Und ich speichere einmal. Scharf wie Nachbars Lumpi auf ein ordentliches Bierchen. Nach der Pisse, die sie im Lager von Kettwin saufen. Nochmal danke, Geralt. Ja, ja. Also, und Punkte verteilen. Okay, hier hätten wir halt einfach mit dem Messer werfen frei. Das braucht kein Mensch. Schwertschaden. Vitalität. Das. Bombenschaden. Zeichenschaden. So.
Also muss ich denn jetzt das Amulett jetzt schon tragen? Da reicht's, wenn ich es einfach nur bei mir habe. Okay, ich glaube, das reicht, wenn ich es nur bei mir habe. Hoffe ich. Frag lieber nicht. Das Leben ist Das wird nicht unbedingt ein Spaziergang. Ach was, wir ziehen das jetzt durch. Punkt um. Ich sehe den Weg. Das Medaillon führt uns. Bist du sicher? Wie könnte ich ihn... Nope. Jetzt? Ich habe halt keine... Kann ich gegen die kämpfen? Kann ich. Okay. Ich will sie nur mal ausprobieren. Ich weiß ja nie. Wobei ich trotzdem nicht weiß, wo ich hin muss. Ich glaube, dass wir da irgendwo lang müssen. Aua, aua, aua. Ich glaube, das überlebe ich jetzt gerade. Hau einfach ab. Das Amulett zeigt uns den Weg. Ja, nee, tut es ja leider nicht. Das Problem ist, dass ich mir halt irgendwie den Rückweg merken muss. Sind wir durch? Ja. Da? Nie wieder. Verfickter Nebel. Wenn wir. Immerhin kannst du für den Rest deines Lebens damit prahlen, dass du ihn von innen gesehen hast. Ich prahle lieber damit, wie ich früher mal 3 Weiber auf einmal gepflügt habe. Tötet ihn! Adorn! Scheiß nochmal, halt! Das ist ein Irrtum! Verwechslung? Interessant. Vielleicht habt ihr es nicht mitgekriegt, aber es ist Krieg. Und da tötet man seine Feinde, nicht wahr? Der Hexer ist ein Abgesandter. Wir sind auf dem Weg zu Saskia. Sieht aber gar nicht wie ein Abgesandter aus. Ich weiß nicht, ob ihr den Nebel da genauer kennt, aber er ist recht untypisch und wir mussten mitten durch. Schon gut, nach Wergen könnt ihr nicht doch, rein. Hat er. Aber übergibt doch eure Botschaft ja, hat er, in der Tat. Der Wache. Ihr findet ihn vor dem Stadttor. Typisch Elf. Los, Geralt! Mhm. Witcher ist ein bisschen... Ja, anders. Witcher nimmt da kein Blatt vor den Mund. Ich warte jetzt gerade absichtlich. Ich glaube, wir kommen dann gleich in die Szene. So, Geralt, Tanz. Komm. Wir brauchen ein Tanz-Emote hier drin. Sultan, kannst du bitte hier stehen bleiben? Ja, wäre super. Danke. Ich muss mal das T-Shirt ausziehen. Wieso? Wieso? Wobei, ich muss sagen, ich habe das Lied auch in
gefühlt 30 verschiedenen Versionen. Zwick mich mal, Burden. Ich muss eingenickt sein. Ich sehe schon Geralt von Riva und Sultan Shivai. Ist das ein Traum oder ein Geist vom Schlachtfeld? Sollen wir das nicht mal mit der Streitaxt testen? Wer sollte denn die Visage des Hexers nachbilden können? Oder den Bierdunst aus Sultans Bad? Ha? Der Zauberer müsste erst noch geboren werden. Herpen Zigrin, du Skandal von einem Anblick. Was freue ich mich, dich zu sehen. Dieser Grünschnabel hier ist Skalenburn. Nee, alles gut, Hybrid. Alles gut. Geralt, hast du einen Spaten? Das war ja nicht in der Szene. Willst du deinen Kumpel nicht umarmen? Ich hab ja gesagt, davor ist immer alles in Ordnung. Davor ist alles in Ordnung. Ob wir da jetzt warten? Das Gute ist halt, dass ich weiß, dass da eine Szene kam. Schlimmer wäre es gewesen, wenn es in der Szene gewesen wäre. Wenn das rauszuschneiden, das ist leider etwas. Meh. Hm. Uah, ich hasse Tabletten. Meinen Gruß. Triss hat mir viel von dir erzählt. Die kleine Marigold? Ha, was macht die denn so? Skalen, der Hexer hier ist die personifizierte Ritterlichkeit. Da kann jeder Seldkirk der Welt einpacken. Und weißt du auch wieso? Nein, aber ich werde es wohl gleich erfahren. Keine Zeit für Erinnerungen. Wir müssen was Wichtiges erledigen. Wisst ihr, wo ich das graue Fähnlein finden kann? Im Jenseits. Sind alle bei der Schlacht vor 4 Jahren umgekommen. Ich meinte die Standarte der Einheit. Als Symbol für den Tod. Ach so, na dann. Die haben wir mit den Resten der Kettwähler verbuddelt. Wo denn? Hinter Bergen. Ich markiere dir die Stelle auf der Karte, dann findest du sie. Der Weg ist ein bisschen tückisch. In den Krypten geschieht übrigens Seltsames. Dass die Geister der Kettwähler uns heimsuchen, na schön. Sie bleiben neben die Angreifer, aber einer der Geister ist offenbar ein Freizeithistoriker. Der fragt jeden über die Schlacht und das graue Fähnlein aus. Ich sehe mich da mal um. Danke. Ich muss unbedingt zu Saskia. Weshalb? Ich brauche ein paar magische Spielsachen, um den Geisternebel loszuwerden. Was hat Saskia damit zu tun? Eins der Spielzeuge ist Saskias Schwert. Was soll ich jetzt machen? Jorvet und Saskia haben verboten, Fremde reinzulassen. Aber meine Leute wollen rein. Ich bin überfordert. Man könnte das Verbot umgehen. Umgehen kann man vielleicht einen Kuhfladen. Und wenn ich mich euch anschließe, Japen, nimmst du mich in die Zwergenlegion auf? Wie bitte, Shivai? Machst du Witze? Du kannst hier als Oberbefehlshaber einsteigen. Schon ist das Problem gelöst. Skalen, du bist Zeuge. Sultan ist kein Fremder mehr. Aha. Gut, ich stelle dich Saskia vor, dann kannst du ihr die Sache mit dem Schwert hinterbringen. Oder was auch immer. Über das Schwert zerbricht dir nicht den Kopf, Geralt. Ich ziehe alle Register der Zwergenrhetorik. Ich lull sie ein mit Hintersinn und Empfindsamkeit. Du kriegst dein Schwert. Und wenn's mich die Gesichtsmatte kostet. Das wäre geklärt. Siehst du, Skalen? Hier bahnte sich eine Tragödie an. Die nun als Komödie weitergeht. Diese Jugend heute. Kein Herz, keine Hoffnung. Sultan und ich, wir waren bei Brenner dabei. Für uns ist nichts unmöglich. Triss könnte hier in der Nähe sein. Ich habe sie schon seit 5 Jahren nicht mehr gesehen, als man dich für tot erklärte. Jedenfalls sah ich sie zuletzt in Riva. Ich weiß mittlerweile, dass der Königsmörder sie gezwungen hat, ihn und sich irgendwo hierher zu teleportieren. Sie ist nicht mehr auf der anderen Seite des Nebels. Wie sieht denn der Königsmörder aus? Großer, kahler Hexer, trägt ein Schlangenmedaillon. Das sagt mir leider gar nichts, Geralt. Mir fällt da was ein. In Bergen behauptet irgendein Säufer, dass er in den Schluchten ein rothaariges Weib vom Himmel hat fallen sehen. Philippa Eilhard hat tatsächlich nach der Frau suchen lassen. Alte Metze. Sie schickte ihre Gehilfin mit ein paar Bauern in die Schluchten, aber die wurden nicht fündig. Dafür ist jetzt ihre Gehilfin verschwunden. Philippa schäumt. Sie hat sogar einen der Bauern in ein Schwein verwandelt. Die Bauern behaupten, dass diese Gehilfin eine nilfgaardische Agentin war und wirklich irgendwas in den Schluchten gefunden hat. Vielleicht Triss oder diesen Hexer.
Die Herrin Eilhard oder die alte Metze, wie Japen sie zu nennen pflegt, kann nicht wegstecken, für wie dumm sie sich hat verkaufen lassen. Ist sie nach Süden gegangen? Nach Edern? Ins Landesinnere? Verflucht! Sie ist vor einer Stunde zum Haupttor raus und auf den Nebel zu. Ich glaubte, sie wolle irgendwelche magischen Messungen durchführen. Sie kannte sich ja aus mit Magie. Gut möglich, dass sie es auf die andere Seite geschafft hat. Wenn ich zurück bin, schaue ich mal bei Schillert vorbei. Was ist mit Jorvet? Gibt es eine Möglichkeit, sich mit ihm zu treffen? Naja, er trottet neben Saskia her wie ein Hündchen und lässt sie nicht aus den Augen. Immerhin, so hat sie einen guten Leibwächter. Was willst du denn von ihm? Ihr seid ja nicht gerade Freunde. Nein. Aber als ich ihn in Flotsam traf, hatte er etwas bei sich, das ich brauche, um den Fluch aufzuheben. Vielleicht kann Saskia ihn ja überreden. Freiwillig rückt er bestimmt nichts raus. Ich muss es versuchen. Hallo, Schildi. Einen wunderschönen guten Abend dir. Ich hoffe, es geht dir gut. Schön, mit euch zu schwatzen, aber es ist Zeit zu handeln. Ach, was ein Leben. Macht's Tor auf. Ich gehe das Schwert holen. Moment. Wenn du es schaffst, dieses verzauberte Schwert an dich zu bringen, dann geh damit nicht durchs Haupttor, wenn die Eichhörnchen dich zu Gesicht kriegen. Was schlägst du vor? Es gibt da einen Durchgang. Dem Hexer markiere ich ihn auf der Karte. Dir zeige ich ihn gleich selbst, ja? Gut. Ich suche derweil nach der Standarte. Sehr ritterlich. Na dann los. Wieso hast du das Samstag oder Sonntag? Nun, das ist schon entfernt, habe bis dahin bestimmt ein paar Sendungen zweit. Also samstags streame ich in der Regel sowieso gar nicht. Also samstags ist immer so mein freier Tag. Sonntag müsste ich mal schauen, weil wir erst die erste Episode von Life is Strange Before the Storm spielen. Und danach muss ich auf jeden Fall so einige Sachen in Final So erledigen. Die halt, ne? Also aber den neuen Allianz Raid, den es ja jetzt gibt. Da brauche ich noch Gear von. Da muss ich halt so ein paar Sachen machen, wo du leider noch nicht mitkommst. Dazu müsstest du dann ein paar Level höher sein. Aber wenn du auf jeden Fall bei ein paar Dungeons Hilfe brauchst oder halt eine Begleitung suchst, kann ich auf jeden Fall mitkommen. Das wäre auf jeden Fall kein Problem. Das kann ich dir auf jeden Fall schon mal anbieten. Also Sonntag spiele ich auf jeden Fall Final, aber halt irgendwann abends, wenn du nicht genau weißt, ja, wie lange Before the Storm dann dauert. Die erste Episode. Hue. Jetzt. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Und Data. Okay. Schlimme Zeit. Ganz kurz, kann man trinken, ist leer. Okay. Mach das. Komm ich hier rein? Nein. Ich grüße dich. Rein komme ich da nicht. Warte, dass wir vorher das doch noch nicht gespielt. Doch, gespielt habe ich es, aber ich habe es noch nicht im Stream gespielt. Ich habe Life is Strange, Before the Storm und Life is Strange 2 gespielt. Aber ich wollte alle drei Teile halt nochmal vorher gespielt haben, bevor ich mich an True Colors setze. Und das wollte ich dann halt im Stream machen. Ich habe damals Life is Strange für mich allein gespielt und einige aus der Community kannten Life is Strange halt doch gar nicht. Die hatten noch nie irgendeine Berührung mit Life is Strange oder halt nur einen Teil von gespielt und deswegen habe ich gesagt, okay, dann spiele ich halt einfach chronologisch alles von 1 bis True Colors dann halt durch. Deswegen, ja. Deswegen sitzen wir jetzt gerade Before the Storm sozusagen. Beziehungsweise fangen dann am Sonntag mit an. Ich muss jetzt gerade mal gucken, wo muss ich überhaupt hin? Ich habe nicht das Gefühl, dass ich hier richtig bin. Ja. Ich habe beim Original so geheult. Ich muss die auch noch streamen. Beim Original habe ich auch geheult. Oder halt beim ersten.
Beim ersten und bei Before the Storm habe ich Tränen gelassen. Der zweite hat mich also gar nicht berührt. Muss ich dazu sagen. Okay. Bin ich gerade auf dem Weg nach da oben. Das kann witzig werden. Wobei ich gleich einmal eine ganz kurze Pause mache. Weil ich nochmal wohin muss. Aber erstmal gehe ich dahin, wo wir hinwollen. Okay, das ist nichts. Ich weiß nicht, ob es so produktiv ist, dass ich gerade alles mitnehme, obwohl wir ein volles Inventar haben. Ich glaube, es ist egal, in welche Richtung wir gehen. Ah ja, okay. Das ist das Ding hier. Ah, ich erinnere mich. Ich freue mich über auf morgen. Was ist denn morgen? Was ist denn morgen?